So, also wir sind aus Nita zurück. Wir haben unser Safari-Netz mit Imp drin, genau du. Und wir haben unser Imp-Leather. Das würde ich ganz gerne jetzt schon mal weiterverarbeiten. Wie war das? Was? Leder. Leather. Leather. Ach, vier für zwei. Mist. Er fehlt ein Imp-Leather. Ne, zwei könnten reichen für ein Jetpack. Okay, gucken wir mal, gucken wir mal. Dich schmeißt mal rein. Ja. Das System ist voll. Grrr. Ich kann nicht machen, was ich. Oh, ganz schön viele Pfeile. Gib mal Pfeile. Pfeile und Flint. Sand kann ruhig wieder rein. Pfeile und Flint schmeißen wir jetzt in das da rein. Obwohl ich eher davon ausgehe, dass die Anzahl an Gegenständen begrenzt ist und nicht die Füllmenge. Gucken wir mal. Oh. Au. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Vielleicht von da oben. Nee. Die Kapazität ist ausgelastet. Also wirklich die Anzahl an Einzelgegenständen, nicht die Anzahl an verschiedenen Gegenständen. Ja, wir haben inzwischen ein bisschen Cobble. Das können wir ändern. Aber. So, gib mir Compressed Cobblestone. So, hauen wir rein, hauen wir rein, hauen wir rein, hauen wir rein, hauen wir rein. Suchen nach Cobble. Weg. Haben wir jetzt gar keinen Cobble mehr. Was? Okay. Ja, das ist hier ganz schön komisch. Ach so, der. Hä? Es müsste doch jetzt mehr Platz da sein, wenn ich Kobbel rausnehme. Wie funktioniert das? Ach so, die Dinger hier sind jetzt ausgelastet mit der Anzahl an Gegenständen, die reinpassen. Aber nicht mit der Anzahl an verschiedenen Arten von Gegenständen, die reinpassen. Okay, ich habe also Kobbel rausgenommen. Aber aus dem hier rausgenommen. Das heißt, hier würden jetzt mehr Kobbel reinpassen, aber hier passen keine verschiedenen Gegenstände rein. Das ist gerade nicht sehr besonders gut sortiert. Ich müsste eigentlich wirklich mal Chips präformatieren. Da gibt es einen extra Block für. Hier legt man den Chip rein, dann sagt man, okay, bei dir kommt jetzt nur Kobbel rein. Oder bei dir kommt jetzt nur Holz rein. Das klappt dann ein wenig besser. Aber okay, also ich brauche einfach mehr von den Storage Chips. Die hatte der Girogon in der Vergangenheit, glaube ich, auch einfach so ins System geschmissen, diese goldenen chipartigen runden Dinger. Die müssten jetzt gebrannt worden sein. Also Storage. Mann, 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 ich wollte eigentlich nur ein Jetpack bauen. Du. Was? So, eins, zwei, drei. Rein mit dir. Es geht nicht rein, weil wir keinen Platz haben. Ein Storage-Segment hätte ich dann gerne. Du weg. Achso, die können ja auch nicht rein. Ich muss jetzt alles von Hand hier rausnehmen, weil es sonst zugemüllt wird. Zs. So, du. So. Die müssen jetzt alle wieder raus. Und jetzt hätte ich gerne einen 4K-Storage-Chip. Bam. Wir brauchen auch bald neue, ne? Server-Racks, also ME-Drives. So, und jetzt darf ich bitte wieder Sachen reinwerfen. Dankeschön. Rezept weg. So, das Dingens Compressed Cobble kommt jetzt da rein. Das komprimiere ich nochmal und dich komprimiere ich nochmal. Dann haben wir Platz, verdammt. So, was mache ich mit 2574 Gunpowder? Und 666 Kohle, das ist auch eine schöne Nummer. Ja, also ME-Drive, können wir das schnell bauen oder spricht da irgendwas gegen? ME-Drive, gib mir. Dann würde ich echt gerne den Jetpack-Dingensbummens bauen. Ja, ME-Drive, gib ihm. Okay. Ja, jetzt fange ich an mit dem Auge. Du, gib mir mal deine ganzen Chips. Wir haben jetzt also all unser Zeug aus den letzten 120 Folgen oder was das jetzt sind, mit uns im Inventar. Sehr bedrohliche Situation irgendwie. Das heißt, wenn ich jetzt sterben würde, das Zeug runterfällt, ist alles weg, was wir bisher gemacht haben. Also schnell wieder da rein.
Du weg, du daneben hin, weil ich jetzt nach und nach ein Muster mache mit Cerberus. Und ich hätte gerne eigentlich da oben Mauerstücke, damit da nichts mehr spawnt. Du mach mal hier so ein Stack Mauerstücke. Na komm, ich will nicht noch einen unter mir bauen müssen. Okay, gib ihm doofen Pfeil da machen. So. Jetzt dürfte kein Creeper mehr auf mich rauffallen. Gut. Du wieder weg. Jetzt gib mir ein verdammtes Jetpack. Jetpack. So. Für ein harden Jetpack brauche ich ein Leadstone Jetpack oder eine Leather Tunic. Nee, das will ich nicht. Für ein Redstone Jetpack bräuchte ich eine Iron Chestplate. Das ist okay. Ich bräuchte Elektrum, das ist auch kein Problem. Ich bräuchte einen Redstone-Fluxkompensator. Dafür brauche ich einen Harden-Fluxkompensator. Dafür brauche ich einen Redstone-Fluxkompensator. Bau. Hier fängt es schon an. Wir haben keinen Info. Das stimmt so nicht. Wir müssten eigentlich recht viel Invar haben, aber in Blockform. Genau. Du zerleg Invar. Du zerleg Invar, tu da rein. Jetzt nochmal, dich bitte. Flop. Hardened. Redstone. Tada. Redstone Fluxkapazitator. Was auch immer. Dann brauchen wir ein Redstone Thruster. Dafür brauchen wir nochmal so einen. Das ist natürlich doof. Hätte ich mal lieber von vornherein zwei herstellen sollen. Ne? Wir haben keinen Schwefel. Wie bekommen wir Schwefel? Netherrack in ein Dingens. Dann haben wir eine 10% Chance. Oder Blaze Rods haben wir eine 50% Chance. Oder Nether Sulfur. Oh, da kriegen wir gleich 24 raus. Ich glaube, ich springe nochmal kurz in den Nether. Weil ich weiß, als wir eben gerade da waren. Achso, da oben in den Nether. Ich weiß, als wir eben gerade da waren, da hatte ich so einen Sulfur-Block gesehen. Aber ich habe gesagt, boah, das ist nicht wichtig, das hatten wir ja so und so schon. Hatten wir nur gar nicht. Also, nochmal zurück. So. Dann bauen wir nur ein, zwei Sulfur-Blöcke ab. Das sind denn ja 48 oder was auch immer. Sulfur-Gegenstände, das reicht. Und danach verpieseln wir uns wieder. Und ich kann sie nicht abbauen. Das ist jetzt wiederum doof. Okay, Planänderung. Wir gehen wieder zurück nach Hause. Ich hoffe, ich bringe keine Viecher mit nach Hause. Weil jedes Mal... Okay, alles gut. Jedes Mal, wenn ich da durchspringe, dann guckt er, was in einem Umkreis von mir um 5, 6 Blöcken ist, nach ganz oben und nach ganz unten. Und wenn irgendwo ganz oben, also auf der Höhenachse zigtausend Blocks entfernt und auf der X- und Y-Achse oder welche auch immer Achsen das jetzt sind, auf der und auf der Achse bei mir in der Nähe, dann wird er mit teleportiert. Von da oben aus. Hierhin. Neben mich. Das ist nicht sehr nett. So, was ich jetzt machen werde, ist einmal gucken, haben wir Kobalt? Nö. Haben wir Ardite? Nein. Moment mal. Wir hatten doch irgendwas mitgebracht, oder? Aus dem Nether, außer dem Ledertypen? Nö. Netherrack. Ich schmeiß jetzt die... Weil ich brauche ja echt nicht viel Schwefel. Ich schmeiß jetzt die paar Netherrack in Pulverizer. Und da müssten wir ein bisschen Schwefel bei rausbekommen. Und wir sollten gleich auf jeden Fall Nether zurück. Also du... Da rein. Bist du der Richtige? Ja, du wirst abgesaugt. Okay, du wirst auch abgesaugt. Du kannst auch da rein. Wir müssen auf jeden Fall Nether zurück. Wir müssen nämlich Kobalt finden, wir müssen Ardite finden. Wir müssen daraus dann Manyllium machen. Damit machen wir uns einen neuen Pickkopf für MacPickington, dem dritten. Er kann Ardite abbauen, aber kein Schwefel. Verdammt nochmal. Also, Manylliumkopf stellen wir her. Und mit dem Manylliumkopf können wir dann die Schwefelblöcke abbauen. Dann haben wir wieder einen schönen Vorrat an Schwefel. Und wir haben Manylium auch für andere Waffen und anderes Werkzeug. Und das wäre schon mal schick.
So, jetzt aber stehen wir drauf, dass wir einen Sulfur bekommen. Und da ist er doch schon. Okay, wir hätten gerne... Und das ist der nächste. Letzter Fluxkapazitator. Dann hätten wir gerne einen harten Fluxkapazitator. Dann hätten wir gerne einen Redstone-Fluxkapazitator. So, dann hätten wir gerne das komische Ding. Das wird nicht hinhauen. Genau, da fehlt das oben und das unten. Zwei Reaktant-Dynamos. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Generates Energy. Requires Fluid Fuel and Solid Reactant. Also es braucht flüssigen Treibstoff. Also wahrscheinlich einfach nur Fuel, was man aus Öl gewinnt, was wir nicht haben. Und irgendwas, was damit reagieren kann. Habe ich noch nie benutzt, die Dinger. Aber gut. Die hier stellen wir einmal hin, schmeißen wir rein. Die da scheinen auch einfach zu sein. Was fehlt da? Bronzegier. 1, 2, 3, 4. Rein da. Achso, erst die hier bauen. 1, 2, die reinschmeißen, dich hinschmeißen, dich nehmen, dich rausnehmen, dich reinschmeißen, gib mir ein verdammtes Jetpack. Also und eine Eisen-Chestplate hätte ich noch gerne. So. Jetpack. Ja, sehr gut. Also wir haben unser erstes Jetpack. Problem, es hat keinen Strom. Wir müssen es also erst aufladen. Dafür gab es eine Ladestation, wobei ich nicht mehr genau weiß, wie die hieß. Ist das bei Simply Jetpacks mit dabei? Kann ich... Das ist alles von Simply Jetpacks. Okay, es gehört nicht zu Simply Jetpacks. Dann gehört es wahrscheinlich zu Thermal Expansion. Oder will man da jetzt gar nicht mehr? Nee, hier ist richtig. Fluid Transporter Glacier Energetic Infuser hört sich gut an. Der braucht einen gefüllten. Nee, gar nicht. Nur ein Frame. Okay. Da fehlt nur ein Redstone Block. Okay, jetzt kriege ich alles hin. Kriege ich alles hin. Bau einen Block aus Redstone. Bam. Bau. Was fehlt da? Achso, bau das komische Ding. Hau das da rein. Bau das komische Ding, hau das dahin. So, jetzt haben wir ein Ding, das theoretisch Energie transferieren könnte. Das haben wir mal daneben. Und es kriegt ganz langsam Strom. Guck mal, was passiert, wenn ich jetzt einmal für eine Nanosekunde das Ding reinhau. Oh, es geht eigentlich. Ich hätte gesagt, es wäre innerhalb von 0,5 Sekunden leer. Aber der kommt einigermaßen hinterher. Problem ist halt, es dauert jetzt ewig, bis das Ding aufgeladen ist. Also, wir brauchen also wirklich demnächst unsere Fabrik. Nee, nicht Fabrik, sondern unsere Kraftwerke hier hinten. Netherracks sind jetzt ja kein Problem mehr. Die können wir einfach direkt aus dem Nether abbauen. Geht dezent schneller als mit den komischen Lava... Hallo Junge. Geht dezent schneller als mit den Lava Barrels. Und dem Redstone reinschmeißen und so weiter. Das heißt, es hängt nur noch an den Exportern bauen. Außer Applied Energistics. Und Crucibles mit dem doofen Clay. Wobei, Clay haben wir auch eine Maschine für inzwischen. Also, ne? Lava dürfte kein Problem mehr sein. Dann kommen die Dynamos. Dynamos sind ein Problem. Wir haben angefangen, Invar herzustellen, aber es ist bei weitem noch nicht genug. Das heißt, da müssen wir regelmäßig Eisen oben reinhauen, um neues Invar herzustellen. Und ich habe immer noch nicht, auch wenn ich jetzt schon recht häufig davon geredet habe, die Energy Conduits gebaut. Also die Redstone Energy Conduits, die ganz tollen Dinger. Wir haben hier ja die Hardened Conduits, aber nicht die Energy Conduits. Dafür müssen wir erst Redstone einschmelzen und rüberpappen. Das hatten wir aber schon mal vorbereitet, oder? Genau. Magma Crucible, der pumpt die flüssigen Redstone-Sachen dann hier rein in den Fluid Transposer und der kippt es dann da rein. Also wir könnten die theoretisch schon herstellen. Gut. Guckt euch das an. Es sind 5, was? 10%, ja. 200.000 von 2 Millionen sind 10%. Also es ist so 10% gefüllt. Es ist sehr erbärmlich. Damit würde ich mich nicht raustrauen. Also klar, man kann damit ein bisschen fliegen.
Aber es wird auf jeden Fall den Geist aufgeben, wenn man es gerade braucht. Außerdem verbraucht er bei jedem Sprung etwas. Und wir sind immer noch bei 900 Buckets. Ich denke, da ist irgendwas faul. Du. Du bist der Chip mit Lava. Du bist noch nicht mal zur Hälfte gefüllt. Und du hast noch ein Fluidtyp über. Warum kommt nicht mehr... Ah doch, kommt mehr Lava rein. 901. Irgendwie... Ich meine, wir haben echt viele Dinge da inzwischen stehen. Ich hätte irgendwie erwartet, dass es mehr wird. Also 900 ist ein super Puffer, kann man nichts sagen. Aber trotzdem wäre ich irgendwie davon ausgegangen, dass es mehr wird. Hm. Warte mal, wir können ja mal die Crucible schon mal holen. Die da. Haben wir noch Netherrack? Ne, Netherrack habe ich gerade alles verpulverisiert, um an Schwefel ranzukommen. Das ist doof. Du da rein. Und ich habe gar kein Leder gebraucht. Kann das sein? Ich... Was? Ja. Ist mir gerade aufgefallen. Ich brauchte gar kein Leder. Jetokak, genau. Jetokak passt viel besser als Jetpack.